Hallo meine Damen und Herren zu Part Nummer 7 des Manchester City Let's Plays mit RR Godi 1, genau. Mein Gott, jetzt wollte ich zweimal Manchester City sagen, egal. Wir stehen kurz vor der Partie gegen den FC Everton, ich schaue aber vorher mal kurz in die Statistiken, Barclays Premier League. Und ihr seht hier, wir sind genau mit 2 Punkten im Rückstand auf den FC Liverpool. Und ich denke, dass wir das auch ein bisschen aufgeholt werden kriegen können. War das jetzt richtiges Deutsch? Das könnte gewesen sein. Deutsch richtig. Das könnte richtiges Deutsch gewesen sein. Meine Güte. Ich habe im Vorfeld nicht viel zu sagen. Wir spielen mit dem Blauen gegen das orangene Trikot, aber wir müssen die Aufstellung natürlich etwas variieren. Dann werden wir nämlich mal Bale rausholen, weil der aussieht, als wäre ein bisschen müde. Schauen wir mal, kann der linke Verteidigung spielen? Ja, kann er. Weil das kann nämlich der Richards nicht. Den werden wir dann so, das passt. Dann haben wir Richards da rechts, oder der kann auch Innenverteidigung spielen, oder? Dann werden wir den nämlich mal für Hummels draußen lassen und dann Hummels durch Van der Wiel ersetzen. So haben wir wenigstens die Rotation ein bisschen erhalten. Wisst ihr, hier, den brauchen wir nicht. Der ist, Alter, 1,83 und 95 Kilo. Was ist denn das für ein fettes Rindvieh? Kolarov haben wir hier noch. Der ist natürlich auch gut, aber ich weiß nicht. Ja, komm, den machen wir auch mal rein. Holen wir mal Bale komplett raus. Ansonsten De Jong ins Spiel für Villa. Touré bleibt drin. Johnson wechseln wir aus durch David Silva. Bringen dann. Ne, Quatsch, machen wir nicht. Johnson ist nicht so fit. Dann machen wir Nasri. Balotelli bleibt so. Der wird ausgewechselt durch den. Jetzt haben wir nochmal unseren Supersturm. Und dann werden wir jetzt in die Partie starten. Profi 6 Minuten und trocken. Auf geht's! Mit unserer Supertruppe haben wir eigentlich gar keine Chance zu verlieren. Also wird schon schwer, das Spiel zu verlieren. Oh Gott, Azpilicueta, wo haust du das Ding hin? Egal, wir gehen jetzt auf in die Partie. Da sehen wir Vincent Kompany. Auf geht's. Los geht's. Wer haben denn die Gegner? Wen haben denn die Gegner? So, Barry haben wir hier. Passt mal ein bisschen rund. Fellaini, der Belgier. Ja, ich will noch ein bisschen mehr sehen hier. Hibbert. Barry. Ja, den haben wir eben schon mal gesehen. Ich hätte den Ball zwar eigentlich auch mal noch mal ganz gern, aber irgendwie. Cahill, Tim Cahill, das ist auch ein guter. Australier. McFadden, den kenne ich jetzt nicht. Aber das klingt mal so, als wäre er Schotte. Bin ich mal so der Meinung. Oh, Gregory van der Wiel, was machst du da? Läufst du ins Aus? Aber hast du ihn jetzt noch mal? Gut, jetzt kannst du nämlich losgehen. Mit Powerfußball, mit Powerfußball. Auf geht's nach vorne. David Silva. David Silva. David Silva. Oh, 1:0. 6. Minute. Niemand hat. Oh, schon wieder der Jubel. Meine Güte. Tut mir leid. Mann. Niemand hat ihn angegriffen. Niemand wollte das Tor verhindern. David Silva ganz frei durch mit dem 1:0 in der 6. Spielminute. Das hat mich jetzt gewundert. Das hat mich nämlich wirklich gar keiner angegriffen. Sowas hatte ich auch noch nicht. Und ihr wisst, ich hatte schon meine Probleme mit dem Gesamten. Das habt ihr im Bayern-Let's Play wahrscheinlich gemerkt, dass ich mit dem Spiel durchaus meine Probleme haben kann. Oh, Neymar. 2:0. Neymar, 9. Minute. Also ihr wisst, dass ich meine Probleme haben kann mit dem Spiel. Das haben wir an dem Bayern-Let's Play gemerkt. Da habe ich ja ziemlich stark abgelost. Bin ich ja dann gefeuert worden. Aber wenn das hier so weitergeht, habe ich da gar keine Bedenken, dass wir hier gefeuert werden. Außer wenn ich dann mal auf Weltklasse spiele. Das wird dann wahrscheinlich schon mal eine Stufe attraktiver auch insgesamt. Das werde ich dann im nächsten Part jetzt hier auch mal machen. Will ich ja ab Part 110 machen, das Napoli-Let's Plays. Und dann werde ich das hier ab dem nächsten Part, Part Nummer 8, dann machen. Und dann denke ich, haben wir eine gute Testphase, sagen wir mal, für zwei Parts. Probieren wir mal das Weltklasse aus. Schauen wir mal, wie ich da schlage. Und dann schauen wir uns das mal im Gesamten an. Jetzt haben wir hier Aguero am Ball. Flanke rein. Neymar. Oh, Neymar. Den wollte er anscheinend nicht verwandeln. Nein, da hat er den Ball nur gestreichelt mit dem Kopf. Ah, Richards in der Mitte. Van der Wiel.
David Silva. David Silva wieder mit dem Power Run. David Silva. Oh, nee, er bekommt ihn nicht. David Silva mit der Flanke in die Mitte. Da steht Aguero, kommt nicht ran. Jetzt Neymar dort. Auch nicht. Oh. Azpilicueta. Aguero. Oh, Latte. Neymar. Auch nicht. Jetzt aber David Silva, hol dir das Ding, Junge. Jawohl. Ach, zu weit. Zu weit. Schade. Bisschen zu fest drauf gedrückt. Na gut, wir führen sowieso 2:0 nach jetzt 19 gespielten Minuten. Von daher schaut das ja alles schon ganz gut aus. Ich denke, das haben wir jetzt schon über die Bühne gebracht. Jetzt erstmal Neymar auf David Silva. David Silva kommt aber nicht mehr durch mit dem Pass. Neymar konnte da auch nichts machen. Der ist schon zu weit gelaufen. Aber jetzt, was ist das? Luis Saha. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Ist das nicht ein Franzose? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. Jetzt haben wir hier Nasri. Der ist heute noch gar nicht in Erscheinung getreten. Jetzt aber schöner Ball auf Aguero. Ah, Aguero. Mist. Da passen die einfach immer zu viel auf. Ja, Touré mit dem Kopfball. Jetzt Neymar. Neymar kommt nicht vorbei. Das gibt's ja nicht. Aber diesmal war es gut gemacht. Richards. Touré. Ah. Ah. Auch nicht. Barry. Da ist er weg. So, jetzt haben wir wieder Ruhe hier hinten drin. Aber ein Tor wäre dann doch schon ganz schön geil. Und jetzt noch so eins. Nochmal kurze Pause, bevor es anfängt zu laggen. Ja, genug Pause gemacht, denke ich mal, ne? Und jetzt schauen wir hier mit David Silva, dass wir überhaupt noch was bekommen. Ich will hier noch ein Tor schießen. Jetzt haben wir nämlich Neymar am Ball. Und ich denke kaum, dass der... Oh, Mist. Ich denke kaum, dass er sich den Ball so leicht nehmen lassen wird. Und bam, ist er weg. McFadden. Aber wir haben ja... Oh... Was war das? Das war echt geil gemacht. McFadden, im allerletzten Moment hebt er das Ding drüber. Das will ich nochmal sehen. Boah, das war aber echt in allerletzter Sekunde. Hier, Stegen steht schon auf, mit dem, weil er denkt, er hätte den Ball in der Hand. Seht ihr? Aber Luisa hat sich verletzt. Warum auch immer. Jetzt steht es nur noch 2:1. Mal wieder ein Gegentor kassiert, auch nicht gut. Oh, Neymar setzt sich da prima durch. Oh, Neymar, was tust du? Dann behalt doch den Ball. Oh, weggerobbt. Oh, ich hab schon gedacht, der will nicht pfeifen. Der spielt eh nicht kurz, aber egal, wir stellen uns dahin. Tim Cahill. Der müsste auch weg sein, der Ball, aber den holen wir uns noch. Nasri. Geh ab, Junge, geh ab. Geh ab. Schöner Ball jetzt auf Aguero. Über die Außen. Und dann ist die Flanke in die Mitte. Neymar kommt da aber nicht ran. Schade. Oh, jetzt bin ich noch aus hier. Es hat gerade noch 2:0 zustanden. Jetzt steht es bestimmt gleich noch 2:1. Oh, Van der Wiel ist einfach schneller. Van der Wiel, der ist richtig schnell. Schaut euch das mal an. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir den gekauft haben. So haben wir wenigstens ein bisschen Rotation noch drin. Ah, jetzt kommt er nicht mehr ran. Oh, aber der kommt auch nicht durch. Mist. Jetzt kurz auf Van der Wiel wieder. Den muss man mal ausruhen lassen. Ah, Eckball. Gut, darauf habe ich nur gewartet, dass wir jetzt einen Eckball bekommen. David Silva schlägt ihn. Und da Kompany. Oh, schade. War ein richtig guter Kopfball eigentlich, aber leider ein bisschen zu weit über den Kasten drüber. Na gut, jetzt ist die Halbzeit auch schon fast vorbei. 2:1. Sie müssen noch ein bisschen besser werden. Ich will dieses Spiel auch gewinnen. Müssen wir auch gewinnen, weil Liverpool ja 2 Punkte vor uns ist und die wollen wir einholen. Ich schaue mal gleich in der Halbzeit, wie das Ergebnis bei der Mannschaft ist, bei Liverpool. Würde mich interessieren.
Den haben wir auch wieder. De Jong. Gut aufgepasst. Hier ist Azpilicueta, Nasri, Aguero. Aguero zieht vorbei. Aguero jetzt. Oh, David Silva. Schade. Auch wieder eine gute Chance. Komm schon. Komm schon. Mist, jetzt pfeift er eh ab gleich. Ja, jetzt haben wir ihn, jetzt pfeift er ab. War so klar. War so klar. War so klar. Ja, schauen wir jetzt mal in die Halbzeit rein, wie denn die anderen Ergebnisse so stehen. Sehen wir es hier irgendwo? Jetzt stehen die auf einmal nicht mehr drin, ich verstehe das nicht. Normalerweise stehen ja im Karrieremodus immer die anderen Ergebnisse drin. Ja, sind sie aber diesmal nicht. Dann werden wir das Spiel einfach fortsetzen. Also, auf geht's, Neymar. Einfach mal nur so zum Spaß. Tipp, tipp. 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 Ich habe einfach mal Spaß dran. Vor allem, was ich richtig geil finde, ist der hier. Tschupp. Das hätten wir nur noch nass machen müssen, dann wäre das richtig geil geworden. Aber jetzt, Aguero. Oh, David Silva, da sind wir wieder durch, sind wir wieder durch. Schießen wir einfach mal, schießen wir. Oh! Scheiße. Meine Güte, war das da knapp. Ich habe jetzt gedacht, das ist der Schuss seines Lebens, aber nein. Das war der Pfostenschuss seines Lebens. Das wäre jetzt geil gekommen, wenn der drin gewesen wäre. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ein Roulette machen. Da war ich wohl zu langsam. Wer ist das denn? Coleman. Jetzt haben wir ihn nicht. Mist. Oh, 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 oh. Ah, da haben wir Ter Stegen. Der steht ja auch noch im Tor. Hab ich ganz vergessen irgendwie. Ohne Torwart wäre das Leben im Fußball schon gar nicht mal so einfach, ne? Deswegen bin ich auch nicht umsonst Goalie geworden, weil ohne Torwart geht gar nichts. Bevor jetzt jemand fragt, bist du Torwart? Ja, ich heiße Goalie 1, was soll ich sonst sein? Touré. Das wurde ich mich schon so oft gefragt, also irgendwann meint man echt mal, man wäre im Irrenhaus. Neymar. Ein Kerl namens Goalie ist Stürmer. Ich bin Stürmer. Vielleicht, weil ich die Goalies immer so fetze. Nein, ich bin natürlich ein Torwart, weil ich die Stürmer fetze. Daneben. Glücklich für uns. Und wir können glücklich und fröhlich weiterleben. Noch. Ich bin mal gespannt, ob die noch Tore schießen oder nicht. Ter Stegen. Und ich denke mal, in der 65. werden wir dann zum Auswechseln ansetzen. Van der Wiel. Oh, Van der Wiel, was machst du da? Jetzt hat er nochmal. Ja, oh, dieser Van der Wiel, der setzt sich aber durch hier, das gibt's ja gar nicht. Und nochmal, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt wollte er nicht mehr. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Van der Wiel. Kriegen wir nicht mehr, oder? Ah, oh, Mist, schade. Warum machst du keinen Fallrückzieher? Der wäre perfekt gekommen für einen Fallrückzieher. Oh, jetzt wirft er direkt. Ah, jetzt haben wir ihn. Boah, das gibt's ja nicht. Was hat denn der für Glück, dass der Ball drin bleibt? Komm, Kompanie hinterher. Bam, Haaland weg. Oh Gott, der hätte ihn fast getötet. Kompanie! Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert, wenn da überhaupt was draus geworden wäre. Ist es ja auch nicht, deswegen hat es mich nicht gewundert, dass nichts draus geworden ist. Neymar! Ja, den hast du nochmal. Nein, der war jetzt vielleicht ein bisschen zu doof vorgelegt. Das sollte man nicht machen. Vor allem nicht gegen die CPU. Online funktioniert das ja noch manchmal. Neymar. Oh Mann. Scheiß CPU. Keine Skills kann man hier anwenden. Wofür gibt es die dann in FIFA überhaupt? Wenn jetzt einer nicht online spielen kann und aber alle Skills beherrscht, was bringt ihm das? Der Stegen. Boah, fetzt ihn weg.
Ich wollte auch Matthias Stegen ein bisschen Beteiligung bieten am Spiel. Aguero. Oh, der Torwart kloppt das Ding wieder raus. Bilja Letinov. Kenne ich auch noch irgendwo her. Der war doch mal da, als die Russen da so abgegangen sind bei der WM 2000. Oh! Bei der WM 2010 und so, da ging das alles richtig rund. Jetzt haben wir doch schon die 76. Da waren die ja auf einmal alle so begehrt, die Russen. Hatte ich damals gar nicht richtig verstanden, warum. Aber, naja gut. War dann wahrscheinlich so der Trend. Energie bleibt so. Also, da sehen wir Nasri und De Jong. Nasri geht ja jetzt auch raus für Johnson. Und Balotelli kommt auf den Platz für Neymar. Der Stegen mit dem Abstoß. Richards. Azpilicueta. Jetzt geht's nach vorne. Oder auch nicht. Wir werden nämlich zu früh gebremst. Ach, ich muss mal mein Mikrofon gerade anders einstellen. So, passt schon besser. Ich habe nämlich die ganze Zeit ein bisschen über das Ding drüber linsen müssen. Und jetzt tut mir der Hals weh. Mensch. Ah, Johnson, haben wir uns elegant dran vorbeigekämpft. Jetzt Aguero, der schießt doch früher. Touré, nach hinten mit dem Ball. Also per Rückwärtskopfball. Komm schon, wir müssen hier doch mal einen 3-1 erzielen. Und kein 2-2 kassieren. Kein 2-2 kassieren, habe ich gesagt. Gut, so. Oh, ich will dieses Spiel gewinnen, egal wie. Hauptsache gewinnen. Barry, jetzt mit dem Eckball. Da ist aber schon jemand im Weg. Das war Azpilicueta da. Komm, hol euch den Ball. Und dann geht's auf nach vorne. Och, mit dem Fehlpass. Meine Güte, das war knapp. Tim Cahill mit dem Kopfball. Zum Glück war das Ding nicht im Tor. Sonst hätte ich gerade mal Alarm geschlagen. Fellaini. Ist eigentlich auch ein ganz guter. Oh, schon wieder Ballverlust. Der Stegen hat aufgepasst und jetzt Azpilicueta. Jetzt aber mal nach vorne. Auf Johnson. Johnson. Johnson auf Aguero. Foul an Aguero. Ganz klar. Sieht er auch so. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. De Jong. Balotelli. Balotelli! Wo gehst du denn mit dem Ball dahin? Das sollte übrigens ein Torschuss werden und nicht die Fans animieren, auf Torhüter zu machen. Oh, Touré mit seinem Skill, jeden Mann wegzuhauen, den er weghauen kann. Oh, Balotelli holt das Ding gut. So. Balotelli, nein! Ja, das gibt noch. Gibt das noch einen Wurf oder pfeift er schon ab? Er pfeift ab. Gut, dann haben wir am Ende 2-1 gewonnen mit 2 Toren in der 6. und 9. Minute. Ein Doppelschlag hat gereicht, um die gesamte Spiel, um das gesamte Spiel auf uns, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, um uns das gesamte Spiel anzueignen und uns, oh Mann, jetzt habe ich aber den Wurm drin. Oh Gott, um uns das ganze Spiel zum Sieg zu machen. So, Gott, entschuldigt das bitte. Liga-Tabelle, jetzt sind wir punktgleich mit Liverpool. Uns fehlt nur ein Gegentor weniger. Also uns ist ein Gegentor zu viel. Ja, sonst wären wir nämlich vorne. Und da gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. Jetzt gehen wir noch in die Spielerstatistik. Schauen mal auf die Tore. Wer ist denn bei uns führend? Neymar mit 4 Toren und dann kommt Balotelli und dann niemand. Wo ist Aguero? Komisch. Torvorlagen, dreimal David Silva und dann auch wieder niemand. Komisch. Ohne Gegentor, von uns bestimmt niemand. Doch, Ter Stegen einmal, ne, einmal nur. Oh, das ist aber wenig. Ja,
Hier gelbe Karten brauchen wir jetzt noch nicht so mit einzumischen. Rote Karten haben wir auch noch keine. Oh, da hat schon einer 2. Und das nach 6 Spieltagen. Wie geht denn sowas? Na gut, jetzt gehen wir erstmal weiter zum 1. Oktober. Da spielen wir jetzt gegen die Blackburn Rovers, falls ich das richtig gesehen habe. Ja, Blackburn Rovers. Und dann speichere ich jetzt erstmal Manchester City Let's Play ab. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mal wieder mit einem schönen Sieg für uns. Und mit einer super Tabellensituation. Von daher können wir uns glücklich schätzen, dass wir kurz davor stehen, den ersten Tabellenplatz zu übernehmen. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir das auch tun. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, euer Alex.